Man erzählt viel über dich, Hexe. Und man flüstert noch mehr. Gestrüpp. Das ist doch zwecklos. Bei dem Licht sieht sie doch gar nicht. Was soll denn das sein? Man schiebt sie mit seinen Hexeren an. So, auf zum Einhorn. Zerstören wir auch das Einhorn. Viel Glück bei der Jagd, Hexer. Aber das hier ist doch. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Was? Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Bestie. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Tja, das war wohl nichts. Finde ein Leckerchen fürs Einhorn mit Hilfe der nächsten Sinne. Okay. Einhörner, Regenbogen, kleine Gewürzkuchen. Vielleicht Süßigkeiten? Er wagt es! Skandal! Kalter Wildbraten dürfte nicht ganz das Richtige sein. Erlaubnis von der Königin. Ein knackiger Apfel. Den sollte es doch mögen, wie jedes andere verflixte Pferd. Reifer Apfel. Jetzt können wir noch laufen. Ein Apfel. Yum, yum. Einhorn. Anführungszeichen. Was, das ist doch ein echtes Einhorn. Ruhig. Das letzte Einhorn. Hinweis vom Horn des Einhorns. Trifft sich mit der Herzogin, um die Hinweise zusammenzutragen. Rostwind murmelt und sich verwirrt. Alles in Ordnung. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Oha. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Ein Bauernhof, eine Palastspeisekammer. Ein Treibhaus, ein Tierpark. Keine Ahnung so. Okay, eine Maus. Also am Anfang hält das Ei in der Mitte. Trab, dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut auf den Kopf mitgab. Ein Tierpark vielleicht? Gibt es hier sowas wie einen Tierpark? Wegen der Eier und Mäuse? Ich glaube nicht, dass es so wörtlich gemeint ist. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus! Ey, komm, das ist dürftig.
Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Aha. Dort werden wir wahrscheinlich seine Leiche finden. Warte. Schöne Verzerrungen in den Fenstern. Oha. Sag ich doch, da war die, das die Leiche. Was zum Lappen? Das ist das Monster. Struwwelpeter. Mit langen Krallen. Easy, da steht er. Ach, der Struwwelpeter. Und den Finger bei jedem ließ er sich entscheiden. Gute oder schlechte alte deutsche Geschichte. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Ich töte keine Unschuldigen, aber Mörder, gewiss. Ich bin bald fertig. Mir fehlt nur noch einer. Und du, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und wenn du fertig bist, ziehst du weiter und tötest anderswo? Nein, ich beabsichtige zu leben. Ach. Bis an mein seliges Ende. Bosskampf. Oha. Oha. Mit dem kleinen Tränkchen. Das ist scheiße. Mit unvorbereitetem Kampf. Wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu essen. Erstmal ausweichen. Gegen das Biest. Schön haben wir dann wohl schon getroffen. Hinten erwischen. Na toll, jetzt ist er besoffen. Mal in einem Mund stehen bleiben würde. Verdammt. Ich hab kassiert. Oh, verdammt. Verlieren und sterben.
schon mal wieder und haben keinen Tränker. Und so weiter. Ja. Oh wei. Er erwischt mich von hinten. Oh wei. Das Ding ist auch kaputt. Muster erkennen würde, wo er stehen bleibt und wo er von hinten kommen können. Von vorne haben wir nicht wirklich eine Chance. Haben wir jetzt. Uff. Ich kriege viel zu viel Schaden. Jetzt bin ich wirklich leer. Vorher mal Tränke machen. Draufstürzen ist nicht die beste Taktik. Verdammt. Oha. Was nun? Als sie uns besiegt haben, wir es besiegt. Du solltest bleiben, wo du warst. Regeneriere. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Fair. Hallo, Geralt. Regis? Ich... Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Ah, ein Vampir. Aber es ist okay. Ewig hier, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Der örtliche Serienmörder hört also auf dich. Vielleicht kannst du ihm ja ins Gewissen reden, damit er aufhört. Was glaubst du, was ich hier mache? Es wird sicher nicht einfach. Detlef kann recht stur sein. Detlef? Aber gewiss entsinnst du dich, dass ich auch nicht so schnell aufgehe. Als ob du Detlef so hast. Heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin. Und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben.
Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht oder um sich die Kehle zu netzen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen, fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Wilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier gezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. So verschwindet der Vampir wieder. Hexer! Wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Vielleicht einer aus Teil 2 oder Teil 1. Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Ja. Triff dich auf den Meere. Also irgendwas Friedhof mit Regis. Okay, aber als erstes müssen wir unbedingt meditieren. Der Kampf hat uns einiges gekostet. Ich denke, der Vampir wird uns auch bei Nacht treffen wollen.
Im Inventar müssen wir mal die wunderhübsche Rüstung reparieren. So, die Rüstung ist wieder fast top. 100, 100, 100. Ah, die 100 müssen wir so lassen. Gewürzkuchen. Aha. Damit hätten wir versuchen können, das Einhorn zu überreden. Haben dann doch einen Apfel genommen. Wir müssen wohl oben durch. Ein Liebesbrief. Oha. Oha. Klamotterie. 73 Rüstung. Ah, ja. 77 Rüstung. Ist stärker, aber sieht auch hässlicher aus. Die Handschuhe vielleicht. Ja, die Handschuhe gehen klar. Das können wir machen. Kommen wir hier raus? Ja, wir kommen hier raus. Gute Herren, wir müssen den Hexer. Hallo, du. So, hier ist eine Sidequest, in die wir gerade reingerannt sind. Mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Ich habe ein Date auf dem Friedhof, also... Brutto bezahlt, also verschwinde. Naja, fünf kleine Münzchen. Hier, danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Der kann, was kann er sich von fünf Münzen leisten? Mein lieber Freund. Keine Waffe. Welchen Bonbon? Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage. Und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Epische Musik für sein Brief. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Ich wollte gerade sagen, das ist doch diese Grundstimme von Yennefer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ah ja. Stimmen die Leute Sportlieder um mich an? Gerade keine Zeit, mich hier mit Leuten rumzukloppen. Meine Werkzeuge.
Ja, man Rüstung schmiedet zu sehen. Weitergehen. Okay, rein können wir nicht. Wird Prophet Majoran heute noch wandeln? Hier und sonst nirgends würde er handeln. Prophet Majoran, ja, ist klar. Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Fiel seiner eigenen Feigheit zu. Wie kommen wir denn in die Häuser rein? Das Biest von Bankett und Wein sind der angenehmste. Es ist Lieferant der Herzogin persönlich. Eine Sidequest. Abgeschlossen. Also verschlossen die Leute hier. Für die natürliche Ordnung. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule hier in Toussaint. Schon wieder diese Musik. Sei gegrüßt. Ich bin Lazar Lafargue. Geralt von Rivia. Hast du mal so gar nicht. Du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Ah, ja. Was hast du denn im Angebot? Oha. Gute Rüstung. Ab Stufe 38, das können wir kaufen. Stufe 38 haben wir bald. Das war eine 15 Rüstung, das ist schon ordentlich. Sieht auch, glaube ich, gar nicht so übel aus. Von 15 Rüstung, von 15 Rüstung. Hautmanns Rüstung. Sieht auch nicht übel aus. Einfach mal gekauft. Ein paar Schuhe. Ach, das haben wir bald. Haben wir quasi schon. Nein, 70 Rüstung. Haben wir hier noch ein paar hübsche Hosen. Ein paar hübsche Handschuhe. Und ein paar hübsche Masken haben wir hier auch. Sattel. 90 Ausdauer, 90 Ausdauer. Haben alle 90 Ausdauer, dann geht es nur ums... Das sind nicht Masken, das sind Scheuklappen. Okay, dann geht's nur ums Outfit. Nehme ich das. Regenscheuklappe. Das sieht nicht übel aus. Ich meine Gold.
Nur das Beste für unser Pferd. Das kann man gebrauchen. Jetzt habe ich ein neues Schema gekauft. Auch nicht schlecht. Das Werkzeug kann ich gebrauchen. Reparaturwerkzeuge sind immer wichtig. Ah, hier habe ich mich verklickt. Meister Rüstungsreparaturset. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Dann rüsten wir uns mal aus. Mal schauen, wie das aussieht. Ja. Es hat schon was. Neumondrüstung. Der Handschuh hat man auch noch gekauft. Hat man nicht noch Handschuhe gekauft? Hinsichtsrüstung. Rüstung. Auf einmal setzt die Musik aus. 210 Rüstung ist auf jeden Fall schon mal sehr viel wert. Ignizeichenverbesserung. Zeichenverbesserung. Das Pferd soll auch was kriegen. Bessere Sattel. Bessere Scheuklappen. Na, der sieht doch fürstlich aus. Für den nächsten Kampf bestens vorbereitet.